Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von War Thunder. Okay, das war jetzt eine lange Zeit, in der ich nichts mehr gemacht habe. Jetzt bin ich wieder da. Jedenfalls, ich weiß, ich bin verdammt spät dran damit, aber wie ihr hier schon seht, die britischen Panzer sind raus und ich mag sie, ich finde sie toll, ich finde sie wirklich toll. Sie werden ungefähr nach demselben Prinzip wie die amerikanischen Panzer damals rausgebracht. Für die, die jetzt nicht wissen, was ich meine, naja, sie werden nach und nach immer in so kleinen, Paketen? Pakete? Ja, vielleicht? Möglicherweise? Ja, in so kleineren Paketen, Anführungszeichen, rausgebracht. Man hätte zwar auch die Möglichkeit gehabt, alle gleich freizuschalten, indem man der Closed Beta beitritt. Da gab es jetzt mal ein Event, das ist aber inzwischen, glaube ich, auch schon vorbei. Egal. Ich habe das jedenfalls nicht gemacht, das war mir irgendwie zu anstrengend, jeden Tag eine gesiegte Schlacht zu machen. Tja, ich war halt Skifahren. Da hatte ich nicht so viel Zeit dafür dann. Ja, so anstrengend im Urlaub zu sein. Egal. Ich persönlich mag die britischen Panzer, obwohl es ein bisschen merkwürdig ist, weil eigentlich sind sie ziemlich ähnlich wie die amerikanischen Panzer, finde ich. Also zumindest, was dann die Munition und so weiter angeht. Und ich bin scheiße mit Namis. Ich bin richtig scheiße mit Namis. Also, so richtig. Ich meine, ich krieg da einfach nichts hin mit denen. Ah, die Briten, die finde ich bisher in Ordnung des Commonwealth. Die britischen Panzer. Ihr seht, fahre ich hier gerade mit dem Valentine. Und eins muss ich dazu noch sagen, wirklich. Ich finde, sie sehen niedlich aus. Ich finde, britische Panzer sehen niedlich aus. Ich weiß nicht wieso, aber sie sind niedlich. Oh, shit. Fick dich. Los. Ach ja, genau. Deutsche Sprachausgabe. Gibt's jetzt auch. Oh, fuck. Kein T-34. Okay. Du, weg. Ist das dein Ernst? Das ist nicht... Drecks unzerstörbarer T-34. Bist du... Endlich! Endlich treffe ich mal den Richtschützen. So, Geschützverschluss. So, weg. Alter, dieser T-34 da gerade. Na, jedenfalls bisher, mir gefallen sie schon vor allem dieser kleine Valentine hier. Ich habe zwar noch nicht sehr viel von den freigeschalten von den britischen Panzern, aber ich muss wirklich sagen, der Valentine gefällt mir erst auf einer niedrigen Stufen, wenn er mal mit schwächeren Panzern zusammenkommt, wirklich undurchdringbar von vorne fast. Er hat eine wirklich gute Panzerung. Von schweren Panzern kann ich bisher noch nichts sagen, also Matilda oder so leider noch nicht gesehen. Aber mir gefällt's. So, zack, rechter Flügel. Das ist nicht euer Ernst, der stirbt nicht, oder? Ich glaube irgendwie nicht, dass er stirbt. Nope. Der Grund, weshalb ich amerikanische Jäger hasse. Zumindest habe ich immer so das Gefühl, dass sie so sind. Nämlich, dass sie so ziemlich das unwendigste Zeug sind, das es gibt. War das ein richtig deutscher Satz? Ich glaube irgendwie gerade nicht. Egal. Ich mag sie nicht. Überhaupt nicht. Oh, sein... Ha! Okay, es hat doch noch geklappt. Oh, Free Gun... Free Inch Gun Carrier. Das wäre auch, glaube ich, ein britischer. Nein. Oh fuck, das ist ein... Ist das ein Churchill? Das ist doch ein Churchill, dachte ich. Ist das ein Churchill? Das ist irgendwas auf Churchill-Basis, glaube ich. Es sah nach Churchill-Basis aus. Oh! M3 Lee? Nein, danke. Verdammt!
Ja. Irgendwie glaube ich, der Sound ist zu laut. Tut mir leid, wenn ich jetzt schreie, aber der ist wirklich laut. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen runterstellen. So. Gutschein mache ich. Ich mache jetzt einfach mal einen leichten Panzer, um den auch noch zu zeigen. Den Crusader. Der ist nicht ganz so undurchdringbar. Eher leicht durchdringbar von einer... von einer Browning-MG kann der schon mal durchschlagen werden. Wenn man Pech hat. Also, vor allem, ich mag den Reservepanzer, den Tetrarch. Der sieht wirklich niedlich aus. Kommt schon, der Tetrarch, der sieht verdammt nochmal niedlich aus. Ich glaube, nach dem Match zeige ich euch einfach nochmal, wie verdammt niedlich der ist. Ich meine, niedlicher geht's nicht. Okay. Ah, immer das schöne Rumgefahren. Ich habe jetzt wieder eine Zeit lang kein War Thunder gespielt. Ein paar Tage, ein paar Wochen, glaube ich. Also nicht mehr gescheit. Vor allem nicht an dem PC, sondern wenn dann an meinem Laptop mal und da laggt es einfach extrem. Also beziehungsweise es ruckelt ziemlich. Oh, A13. Geh fertig. Giefa. Zack. Ohne dass er mich bemerkt hat. Beziehungsweise ohne dass er mich überhaupt anschießen konnte, meinte ich. Ja, eher bevor er mich anschießen konnte. Er bemerkt hat er mich sicher. Ich meine, ich habe ihn mehrmals angeschossen. Okay, jetzt hier ist... Er ist immerhin schon flach. Also er kann sich gut hinter Gegenständen verstecken. Das ist schon mal ein Vorteil. Niedriges Profil. Ist nie schlecht, niedriges Profil. So, komm schon. B109, bitte lass dich töten. Drecksding. Lässt er sich auf eine Schere ein oder das sah jetzt irgendwie kurz danach aus? Aber ich treffe halt nicht. Zack. Okay, immerhin bin ich noch nicht so ganz mit Flugzeugen eingerostet. Oh, CIS-30. Zack. Perfekt, das war doch was Schönes. A wird eingenommen. Die Runde läuft nicht so gut für unser Team, aber immerhin verkacke ich nicht so sehr. 2000 Punkte ist nicht allzu schlecht. Bald gibt es auch mal wieder Golden Battles. Da kann ich mal vielleicht endlich mal irgendein Premium-Fahrzeug kaufen, das irgendwie mal anders ist total. Als andere Flugzeuge oder Panzer. Ich meine, für einen Raketenpanzer wird es nicht reichen, aber... Ach, wäre schön, wenn ich mal einen Raketenpanzer... Oh, oh. Ah! Oh, das war knapp, das war sehr knapp. Wieso slide ich so... Alter! Okay, so. Ja, hier kann man schön durch diese Teile hier durchfahren. Sieht sehr schön aus. Ach ja, genau, neue Maps. Das habe ich gar nicht erwähnt, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Und ich wurde mal wieder instant von einem Artillerieschlag getötet. Wie oft ist mir das schon passiert? Ich hasse inzwischen Artillerieschläge. Egal. Wir haben eh gleich verloren. Die Runde dauert nicht mehr lang. Helfe ich schnell noch dem hier. Zero. Zero versus Zero. Ups, das war nicht so gut. Aber immerhin habe ich ihn noch angezündet. Ah, ich konnte leider nicht meinen Bomberfreund retten. Ah, der hier stirbt auf jeden Fall. Das ist mein Kill. Das kann niemand mehr. Oh fuck, flack, flack, flack. CIS-30, komm schon, ich will die CIS-30. Banzai! Naja, ich glaube, ich habe immer ein paar, Besatzungsmitglieder getötet. So, hier noch eine leichte Verbesserung von dem Anfangs, Reservepanzer.
der, wie hieß der, Mark 4, A13 Mark 2, A13 Mark 2, so war das, genau, ja. Aber wie gesagt, bisher gefallen mir die britischen Panzer schon gut. Obwohl sie eigentlich wirklich wie die Amis sind und ich die Amis nicht spielen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Weshalb sie mir besser gefallen. Es ist einfach so. Und hey, mal schauen, was die Japaner bekommen, falls sie jemals irgendetwas bekommen. Glaubt ihr, irgendwann werden mal die Japaner was bekommen? Ich bezweifle es irgendwie. Aber man kann ja wohl hoffen, oder? Man darf ja wohl hoffen. Fliegt der jetzt? Na, der fliegt weg. Komm, das ist nicht nett. Okay, Runde vorbei. Ist sogar eine gute Runde gewesen dafür, dass ich jetzt mal eine Zeit lang nicht gespielt habe für mich. Naja. Egal. Schaut, passt doch. So, kurz hier noch schnell schauen, dann zeige ich euch nur kurz den Tetrarch, weil ich einfach finde, dass er wundervoll aussieht. Ich meine, schaut ihn euch an, dieser Panzer ist winzig. Kommt schon, der ist doch verdammt niedlich, schaut ihn doch an, der ist doch so süß und putzig, oh, wie süß, oh, und kann mit einer MG mit Leichtigkeit durchschlagen werden, oh, oh, oh. Also mir ist schon einige Male passiert, dass ich, wenn ich irgendwo einen Tetrarch gesehen habe, während ich mit dem Flugzeug gestartet bin, einfach es mit der MG zerstört konnte, den Tetrarch. Aber der ist echt. Ein Schuss und der ist weg. Schaut's euch an. Einmal hier rein. Und der Fahrer ist auf jeden Fall weg. Die zwei vielleicht auch noch. Naja, egal. Ich glaube, das war's jetzt dann auch erstmal wieder für diesen Part. Und ja. Jetzt... Noch kurz für die, die es vielleicht interessiert. Ich habe jetzt vor, ein nächstes Spiel jetzt demnächst zu bringen. Vielleicht könnt ihr es denken, ich habe vor, vielleicht Dragon's Dogma zu bringen. Nur, dass ihr es wollt. Also, falls ihr es wollt. Falls sich irgendjemand dafür interessiert, könnt ihr ja mal dann da auch vorbeischauen, wenn es dann für den PC rauskommt. Und naja. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und ja. Bis denn.